Timo Rost, 29, gebürtiger Franke und Mittelfeldspieler bei Energie Cottbus. Seit 7 Jahren für den Verein tätig, in dem unsere Angie Ehrenmitglied ist. Seit 2006 trägt er die Kapitänsbinde und predigt den Klassenerhalt. Bei uns beginnt seine Geschichte beim SC Happurg. Der erste Trainer von dir war dein Papa. Richtig. Was ist das Schöne daran, vom Papa trainiert zu werden? Es war damals bei mir zu Hause in meinem Heimatverein. Ich war damals 5 Jahre alt und da war es eigentlich so, dass wir mit 5 Jahren eigentlich, da hat jeder gemacht auf dem Platz, was er eigentlich gewollt hatte. Ja, da ist jeder den Ball hinterhergerannt. Und ich kann mich eigentlich daran erinnern, dass wir eine Menge Spaß hatten da als kleine Kinder. Aber das Gute daran war, bei meinem Vater muss ich ehrlicherweise sagen, dass er mich eigentlich nie gezwungen hat, Fußball zu spielen. Die guten alten Zeiten an der Pegnitz. Da wurde noch Fußball ohne Druck gespielt. Vergangenheit. 24 Jahre später heißt es für Timo und Energie Abstiegskampf. Wie schon im letzten Jahr soll es Trainer Bojan Prajnica richten. Ich denke, speziell in der Krise ist es eben wichtig, wo du eben nicht so den Erfolg hast, den sportlichen Erfolg, dass du, auch wenn gewisse Zweifel aufkommen, dass du trotzdem einen Trainer hast, der dich auch stark macht, trotz der Niederschläge, die man eben erleidet auf dem Platz. Ja? Und dann kommt auch irgendwann das Glück zurück und auch der Erfolg. Timo Rost. Mit 18 Jahren feiert Timo sein Profidebüt beim 1. FC Nürnberg. Er stand in allen Jugendauswahlmannschaften des DFB und wurde mit 19 Stammspieler beim VfB Stuttgart. Doch ein Knöchelbruch bremste den Überflieger aus. Du bist zuerst nach Österreich gegangen. Genau. Und da hast du ein Jahr lang gespielt, glaube ich? Richtig, genau. Und bist im Anschluss wieder in die Bundesliga zurückgekehrt? Richtig. Du bist damals zu einem Verein gekommen, der im Osten lag, der Republik. Warum lachst du? Ja, weil ich weiß jetzt, was für eine Frage kommt. Die habe ich schon oft gehört. Die Frage, die jetzt gleich kommen wird wahrscheinlich. Warum geht man als Westjunge in den Osten zum Fußballspielen? Also es war, für mich waren 2 Sachen ausschlaggebend. Das erste war, dass ich unbedingt wieder in die Bundesliga wollte, in Deutschland Fußball zu spielen in der höchsten Klasse. Das war für mich als Kind immer ein Traum. Und das zweite, was noch ausschlaggebend war, war eigentlich der damalige Trainer, auch Eduard Geier, der sich wirklich sehr bemüht hat um mich. Und ich wollte dann sicherlich auch vielleicht Cottbus nutzen als Sprungbrett, ganz klar, dass ich hier 1-2 Jahre erste Liga spiele, gut spiele und dann eben den Verein wieder wechseln. Hattest du auch Bedenken, dass du nicht angenommen wirst? Klar, habe ich meine Bedenken gehabt, keine Frage, weil Ostverein, als Wessi hat man einfach den Vorurteil immer gehabt damals, da ist alles grau und die haben ja nicht mal richtige Straßen und alles, ja, aber im Nachhinein, wenn ich jetzt zurückdenke, war es genau der richtige Schritt. Und ich muss fairerweise sagen, ich bin hier von den Menschen von der ersten Minute an sowas von herzlich aufgenommen worden. Und mittlerweile sind die Städte im Osten ja teilweise schon besser wie im Westen. Also von daher war es der richtige Schritt. Du wolltest Cottbus als Sprungbrett nutzen, um weiterzukommen. Jetzt bist du letztendlich da geblieben. Ich denke, weil ich in der Zeit, in der ich hier bin, gemerkt habe, dass sich viel verändert hat. Und mir gefällt es auch, wie der Verein geführt wird, wie die Leute hier arbeiten, dass einfach alles noch ein bisschen so familiär ist, ja, und jeder den anderen hilft. Und es ist einfach ein ganz anderes Feeling, hier Bundesliga zu spielen, wie ja, vielleicht bei den Vereinen, bei denen ich bis jetzt gewesen bin. Die Mannschaft aus der Lausitz in Brandenburg bestreitet ohne Stars und mit dem kleinsten Budget der Liga ihr 3. Jahr im Oberhaus. Ist damit nicht nur der einzige Ostverein der ersten Liga, sondern auch der erfolgreichste Club aus den neuen Bundesländern. Was unterscheidet denn Energie Cottbus von den anderen Ostvereinen? Dynamo Dresden, Leipzig oder Jena? Also ich glaube, die Vereine, die du da jetzt genannt hast, denke ich mal, hätten alle mehr Potenzial wie vielleicht Energie Cottbus. Aber der ausschlaggebende Fakt ist einfach der, dass wir hier in Cottbus mit geringen Mitteln immer wieder wissen, wie wir diese Mittel einsetzen müssen, wie wir arbeiten müssen, um erfolgreich zu sein. Und
Speziell, was für mich enorm wichtig ist, dass hier bei uns in der Mannschaft, im Verein, keiner abhebt oder denkt, ja, jetzt haben wir mal zwei Spiele gewonnen, jetzt läuft es von alleine. Nein, das ist bei uns nicht der Fall. Ich denke, man hört speziell bei anderen Ostvereinen immer wieder Stimmen, wo eben vielleicht auch über deren Verhältnisse gewirtschaftet wird oder vielleicht auch ein Stück weit Arroganz mit dem Spiel ist. Und das ist tödlich. Timo, du lobst es zwar immer wieder, dass ihr mit einem ganz kleinen Budget sehr viel erreicht habt, aber ist das nicht manchmal auch furchtbar frustrierend? Ich sag mal so, sicherlich wäre es für uns auch mal eine schöne Sache, wenn wir mal in eine Saison starten könnten, wo der Verein einfach mal 5 bis 10 Millionen ausgibt für neue Spieler, die, was weiß ich, in der Saison 10 bis 15 Tore machen. Das wäre natürlich irgendwo auch mal, vielleicht befreiend, keine Frage, ja. Aber es geht einfach nicht bei uns. Wir haben eben diese Mittel nicht und damit musst du auch vom Kopf her klarkommen. Und wenn du das verinnerlichst und auch weißt, dann ist es um einiges leichter, hier Fußball zu spielen. Hilft dir das, dich zu motivieren? Also ganz ehrlich muss ich sagen, ja. Aus dem Grund, wenn ich manchmal nach Schalke fahre oder in München oder in Stuttgart, wenn du siehst, was diese Mannschaften einfach, diese Vereine für Möglichkeiten haben und eben dort 50, 60.000 Zuschauer jedes Mal bei den Heimspielen sind und auch die Kabinen und alles drum und dran, die Trainingsbedingungen. Und dann kommst du da hin und kannst bei Vereinen punkten, die eigentlich in allen Belangen überlegen sind. Das motiviert mich persönlich enorm. Mit über 118 Einsätzen stand kein anderer so oft für den Verein auf dem Rasen wie er. Cottbus und Timo Rost. Ein Leben lang rot-weiß? Ich habe immer gesagt, dass es mein Ziel ist, auch wieder international zu spielen. Ja? Und das ist eigentlich das, was mir in meiner Karriere so ein bisschen fehlt noch, die internationalen Einsätze. Aber wie gesagt, solange es mit Energie so läuft, dass wir immer wieder die Großen ärgern können und erste Liga spielen, ist es auch hier sehr reizvoll zu spielen.